Ja, hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Die meisten von euch werden mich bereits kennen. Für diejenigen, die sich jetzt denken, wer ist das denn? Ein ganz kurzes Update. Ich bin der Lean. Ich bin der Gründer und Leader vom Gothic Society Multigaming Clan. Und ja, so die letzten Jahre ist unser Clan ja etwas inaktiv geworden. Ja. Viele Leute haben aufgehört, viele Sektionen sind kaputt gegangen und so weiter. Und ich war auch ja, längere Zeit nicht da, also gar nicht online. Und wir wissen jetzt ehrlich gesagt auch noch gar nicht, ob und wie wir das mit dem Clan weitermachen. Und dementsprechend wissen wir auch noch nicht, wie wir das mit der Homepage weiterführen werden. Momentan sieht es so aus, dass wir die Homepage erstmal auf Eis legen werden. Das hat zum Teil auch rechtliche Gründe mit dieser DSGVO und so weiter, die da auf uns zugekommen ist. Und da möchte ich auch ehrlich gesagt auf der sicheren Seite sein. Ich habe natürlich die Datenschutzgrundverordnung mir angeeignet und auch dementsprechend auf der Homepage angepasst. Aber momentan ist es noch so, dass dass ein paar Regeln, die die aufgestellt haben, schwierig umzusetzen sind. Und dementsprechend hatten wir uns überlegt, die Homepage erstmal auf Eis zu legen. Damals hatte Xenaya ja die Homepage hier gebaut, für die Leute, die sich daran noch erinnern. Und ja, aber ich stehe im Impressum drinne und ja, dementsprechend muss ich auch den Puppis hinhalten. Ja, und dann werden wir die Homepage erstmal auf Eis legen, bis dass wir uns entscheiden, okay, wir bauen den Clan wieder auf oder wir machen es halt nicht oder baue ich die Homepage selber nochmal neu auf. Ja, alles Fragen über Fragen, alles noch so ein bisschen unsicher, aber gerade weil es alles so ein bisschen unsicher ist noch, wollte ich euch direkt informieren. Ganz, ganz wichtig für die Leute, die noch interessiert sind an dem Clan, für die Leute, die sich denken, naja, vielleicht spiele ich irgendwann nochmal irgendwas, oder die Leute, die Interesse haben. Es würde mich echt interessieren. Ich werde auf meinem YouTube-Kanal da auch so ein bisschen so einen Aufruf machen, wer überhaupt noch Interesse hat an diesem Clan und wer überhaupt noch dabei ist. Und ja, und das mache ich dann auch so ein bisschen abhängig davon, je nachdem, wie so die Resonanz ist, wie viele Leute da noch Bock drauf haben. Vielleicht macht es Sinn, das Ganze nochmal aufzuziehen. Oder ich stelle halt fest, okay, das sind nur zwei, drei Leute, die Bock haben, dann lassen wir es sein. Ja, und deswegen würde mich freuen, wenn ihr Interesse habt, schaut auf meinem YouTube-Kanal vorbei. Wie gesagt, mit der Webseite ist das momentan ein bisschen schwierig. Die legen wir jetzt auf Eis. Und ja, darüber könnt ihr mich aber auf jeden Fall noch erreichen. Den Clan erreichen auf meinem YouTube-Kanal. Wie gesagt, den Link findet ihr auch. Einfach bei YouTube Gothic Society Clan eingeben, dann findet ihr das. Und ja, da bin ich mal gespannt, wer sich meldet von euch und ob wir da noch was machen oder nicht. Ich habe auch viele E-Mails von einigen von euch gekriegt wegen Camelot Unchained. Aber da bin ich ehrlich gesagt noch nicht ganz schlüssig, ob ich das spiele und wenn ja, naja, wie gesagt, ich brauche mich ja nicht oft zu wiederholen. Das nervt euch und mich und ich würde mich, wie gesagt, darüber freuen, wenn sich ein paar von euch melden und einfach mal sagen, ey, wir haben noch Bock oder wir haben keinen Bock. Für viele von euch, das ist Jahre her, der letzte Kontakt zu mir und deshalb würde mich mal interessieren. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Tag, einen schönen Mittag, einen schönen Abend, wie auch immer. Und dann sehen wir uns vielleicht.